Ja, hallo, Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Contradiction Spot the Liar. Jo, letzte Folge. Emma's Guild. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Jo, die gute Emma. Irgendwie tut sie mir leid. Andererseits, wir müssen objektiv bleiben. Alle sind verdächtig und alle sind nicht verdächtig. Wir wissen nach wie vor nicht genau, was passiert ist. Emma jedenfalls hat da eine Aktion geliefert, für die sie sich die Schuld gibt an Liams Selbstmord. Ob es stimmt, ob es nicht stimmt, wir werden es rausfinden. Und das bringt uns dazu, dass ich da nicht aus dem Menü komme. So, ist ja nur schon die 10. Folge oder so. Ich sollte das Spiel schon langsam steuern können. Wir wandern zu Fuß wieder mal runter zur Abbey Farm und versuchen mal, ja, Grafik habe ich euch diesmal keine eingeblendet, es hat sich nichts geändert im Vergleich zum letzten Mal. Ich weiß nicht, soll ich kurz mal einblenden? Nee, wenn die Übersicht ist die gleiche, seht euch die ersten paar Sekunden in der letzten Folge an, da seht ihr das Ganze nochmal. Wir gehen jetzt zu unserem, ja, ich weiß nicht, wie ich ihn bezeichnen soll. Jason war dieser neue, der Putzmann, der uns überfallen hat höchstwahrscheinlich. Wie hieß denn der nochmal? Um Gottes Willen. Questions, please. Thank you. James, wouldn't know about Emma and Liam. Okay, that's it for now. Okay. Thank you. Das ging short. Das war, ja. Ich weiß es nicht, ob der überhaupt nur noch eine Randfunktion spielt in dem Ganzen. Aber vielleicht, keine Ahnung, wie gesagt, wir müssen uns alles offen halten. Mich hat ehrlich gesagt die letzte Folge Emmas Offenbarung doch überrascht. Also, Spiel ist richtig geil. Go behind Brandon House, go ahead to Brandon House. Dann gehen wir mal behind. Da haben wir ja die Gitarren drinnen gefunden. Netter Audi. Ist das eine gute Idee, wenn wir mit Paul quatschen? Ah, Moment, da war irgendwas mit Criticisms. Also Emmas Criticism of Liam. Ja, wir können's, also wir tun's. Do you think Emma's criticism of Liam on that last night led to his suicide? I doubt it, Hal. Did you encourage Emma to criticize him? I didn't encourage Emma to do anything. I merely told her what we tell every student to do, to express themselves as they want to. It would be out of order to criticize them after that, wouldn't it? However, I didn't expect her to criticize his birthmark, if that's what it was. That's a decision she took herself. So you didn't know her well? No, not at all. Okay, also er hat sie nicht aufgefordert oder angestachelt, wie man so schön sagt, dass sie Liams Birthmark kritisiert. Und er sagt auch, er hätte nicht erwartet, dass Emma to discuss Liams Bookmark. Paul claimed he didn't expect Emma to discuss. Also er hätte nicht erwartet, dass das überhaupt von Emma kommt. Und hat dann auch, Paul said he hardly knew Emma. Und das glaube ich ihm jetzt einfach mal so und ich glaube auch nach wie vor, dass die Körpersprache schon sehr wichtig ist in dem Spiel auch. Da hat er auch irgendwie selber so überrascht gewirkt, er ist normalerweise sonst ziemlich gefasst mit, naja, ich hätte auch nicht erwartet, dass Emma das anspricht und scheinbar kannte ich sie nicht sehr gut. Also dieses, hey, okay. Deckt sich auch irgendwie generell mit seiner Art und Weise bisher. Ich meine, man kann von diesen Dingen halten, was man will, aber er selber sagt, ja, das wollen wir von den Studenten, dass sie das tun, aber sie zwingen sie nicht dazu. Da geht es ihm darum, dass sie es von sich aus tun. Jo, jetzt wird schwierig, wir müssen aufpassen. Rebecca ist ja die Frau von Ryan, der ja wiederum das, ja, Pünktchen von Emma war. If you don't mind. It's unlikely. Alles klar, okay, thank wir you. Ersparen Probably uns das. Be back later. Oder wir ersparen das Emma. Bin gespannt, ob das am Ende alles rauskommt. Beziehungsweise was am Ende alles rauskommt. Oh, Moment, ich wollte dann noch in die Seitengasse vom Pub sehen. Da waren wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Entschuldigung, Räuspern.
Ja, da wird sich auch nichts Neues tun. Aber man weiß es ja nicht. The Outbuilding. So, nichts Neues, keine Lupe. Ja, sorry Leute, wenn das vielleicht etwas lähmend ist. Aber wie gesagt, lieber einmal zu viel rumlaufen. Wir haben sie in den letzten Folgen gesehen. Einmal haben wir James getroffen. Dann wurden wir überfallen. Dann haben wir die beiden getroffen, die in den Baum was reingeritzt haben. Also es bleibt spannend. Und deswegen sollten wir immer wieder mal rumlaufen. So. Ask about a few more things, please. Jetzt wird's heikel. Bloß nicht. Könnten wir ihn? Wir können ihn gar nicht. Selbst wenn wir wollten. Okay, das heißt, wir können uns auch nicht viel schief machen. Wäre aber auch eine geile Mechanik irgendwie. Keine Ahnung, also Emma bittet uns, um Gottes Willen, sagen sie nicht Simon. Und das wäre auch spannend, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass wir Simon darauf ansprechen oder ihm das alles zu erzählen. Und Simon dann vielleicht sauer wird und Emma dann irgendwie, dass sich diese Geschichten dann auch gegenseitig beeinflussen. Das wäre, glaube ich, nochmal so the next level of this kind of game. Weil derzeit ist es ja, ganz ehrlich, es ist ja gescriptet irgendwie. Das Spiel erwartet, dass wir gewisse Contradictions finden, erwartet uns an einigen Stellen mit Events und das war es im Großen und Ganzen. Macht Spaß, mir macht es tierisch Spaß, gebe ich zu. Aber wenn dann noch die Möglichkeit besteht, dass sie sagt, hey, bitte sag nicht Simon, oder sagen sie, sie ist ja bei sie mit uns, wir sind ja der Inspekteur, sagen sie nicht Simon und wenn es geht, er darf nichts erfahren. Also wäre aber cool, wenn wir es dann trotzdem machen würden, dass dann vielleicht die Story ganz anders verläuft oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wäre spannend. So, wir schauen dann nochmal zum Chatty. Und deswegen finde ich das Rumspazieren, die beiden, unsere zwei Freunde, stehen noch immer da hinten. Deswegen finde ich das Rumspazieren vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man noch ein bisschen Zeit hat, nachzudenken über das Ganze. The Clearing, das war die Stelle mit dem Baumdingsy, mit dem Satanistik-Symbol. Jetzt müssen wir wieder rechts. Atlas. Mal sehen, ob Ryan jetzt Zeit für uns hat. Der hat uns ja in der vorletzten Folge ja abgewiesen. Was wollen wir denn? Atrium oder Go Down the Court? Da war die Küche, glaube ich. Gehen wir mal in die Küche. Kaffee. Trinken. Aber die haben ja keine Kaffeemaschine. TV, da ist wahrscheinlich nichts Neues mehr. Tribe from the Pile. Ich klicke mal drauf. Wenn es das gleiche ist, können wir es ja überspringen. Ja, okay, das kennen wir schon. Das war, glaube ich, in der vorverletzten Folge. Ich weiß es nicht genau. Okay. Leave the kitchen. Da ist ja nichts mehr, sonst hätten wir eine Lupe. Also, Küche ist so langweilig wie Trist. Was erfahren wir im Atrium? Couple more questions, if that's okay. Oh, Monsieur Ryan hat Zeit für uns. Dann haben wir ja doch, glaube ich, einiges zum Nachfragen. So, Third Eye Flyer war das letzte und den Rest konnten wir alles noch nicht klären mit ihm. Also, was weißt du über diese, ach ja, diese Puppe, die haben sie in diesem komischen, ja, ich nenne es mal Seminar-Ritual verwendet. So tell me more about this doll burning. It's a symbolic ceremony we perform every few weeks on the court. What's it about? It's about burning your old personality and finding a new one, a better one. So the dolls are... You. They represent you from the past. Each doll has a picture of the student as a child or a teenager. And they burn the doll and symbolically destroy their old personality. It's quite simple but effective, I find. And why did that girl shout? Because it's an emotional thing. She's quite clearly become very attached to her doll. They do spend the first month with them. We tell them to take the doll everywhere with them before they actually go through the doll burning. And you believe that's a good thing? Destroying your past? Of course it's a good thing, Inspector.
We're all shackled to our past, particularly you by the sound of it. Perhaps we should make a doll of you, Inspector, and burn that. What do you think? No, thank you. You're probably right. I'm not sure it would do any good anyway. Ja, da muss ich ehrlich zugeben, ich find's cool, die Grundidee von diesem Doll Burning Ceremony, die sie alle paar Wochen veranstalten. Und zwar verbrennen sie damit symbolisch ihre Vergangenheit. Und versteht's mich nicht falsch, also man darf ja nicht alles aus der Vergangenheit verbrennen, aber gerade, ich kenne viele Leute und ich zähle wahrscheinlich auch dazu, die doch einen großen Rucksack an Problemen auch mitschleppen, die sie eben aus der Vergangenheit mitschleppen, sei es irgendwelche schlechten Erfahrungen oder ein negatives Gespräch oder so, und das schleppt man halt mit sich rum. Und wenn das dann alle paar Wochen quasi rituell verbrannt wird und so nach dem Motto, und jetzt ist es kein Teil mehr von mir, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, den Ansatz. Könnte man durchaus bis zu einem gewissen Grad schon mitverwenden, finde ich, meine ich. Und was Ähnliches macht ja die Psychotherapie. Es wird ja Patienten oft gesagt, schreib deine Geschichte auf. Das ist ja was Ähnliches, nur nicht so archaisch mit Feuer und Flammen und hast du nicht gesehen. Aber alleine durch diese Tätigkeiten, dass man jemanden auffordert nach dem Motto, okay, schreib deine Gedanken auf ein Blatt Papier und nicht mit der Tastatur, das gebe ich euch jetzt mit auf den Weg. Ich habe mal kurz eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialdiplom bla 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 gemacht, aber abgebrochen. Also ich bin nicht fertig, aber nur dieser kleine Tipp, wenn euch was belastet, nehmt euch ein Blatt Papier, einen Kugelschreiber oder Bleistift, je nachdem, mit dem ihr am besten schreiben könnt, und schreibt das auf. Schreibt eure Gedanken auf, schreibt das auf, was euch belastet. Und allein durch diese mechanische Tätigkeit der Gedanken übertragen auf die Hand, werdet ihr schon eine Erleichterung für dieses Problem sehen. Und wenn ihr diesen Zettel dann nehmt und von mir aus macht es archaisch, verbrennt ihn. Ihr werdet sehen, probiert das aus, es funktioniert. Es funktioniert zwar für ganz grobe Probleme, also da rate ich euch dann doch, zu einem richtigen Professionalisten zu gehen, aber für so kleine Dinge, unter Anführungszeichen, die euch belasten und stören oder die euch im Kopf rumgehen, schreibt die Dinge auf einen Zettel und verbrennt sie, womit wir quasi wieder bei dieser Puppenverbrennung sind. So, sorry. Aber da finde ich spannend, das Thema, also das kann ich nicht ganz so abstreiten. Ja, und die Frage, warum die Studentin geschrien hat, wie sie da die Puppe verbrannt hat, sagt er, naja, okay, wir sagen unseren Studenten, die sind gleich am Anfang bekommen sie für einen Monat diese Puppe und dann wird ihnen gesagt, und die muss überall mit dabei sein. Also es entsteht dann so eine Art emotionale Bindung zu dieser Puppe und deswegen ist das ein ziemlich emotionaler Moment für die Studenten, wenn das Teil dann verbrennt. Puh, so, durchschnaufen. Doll Burning Ceremony hätten wir durch. Die Remote Control sollten wir ansprechen, dass wir Zugang zu seiner Garage haben. Ich glaube nicht. Seine Frau weiß sowieso schon Bescheid. Autohypnose at Atlas. Can you tell me about autohypnosis? Now, what would you like to know? Do you use it on the course? We dip into it occasionally, but it's not a major feature of the course. I would say that, well, a minority of the students know how to use it, but the majority wouldn't know, wouldn't have a clue. It's not a requirement of the course. No, not at all. We don't ask people to do things that they're not comfortable with. There's no bribery, no coercion. We're thinking about phasing auto-hypnosis out, actually. What's the reason for that? Well, to be perfectly honest with you, Inspector, it doesn't actually work very well. Okay, da war ja noch dieser Autohypnose-Teil. Da muss ich mich selber nochmal wieder in die alten Folgen einsehen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber ich glaube, da gab es ja irgendwie, war es Emma? Nee, Kate, die selber irgendwie diese Hypnose verwendet hat, damit es ihr besser geht. Wo ja, glaube ich, auch eine Vermutung von mir war, dass sie dann, naja, in diesem angetrunkenen Drugged-Zustand am Seerand sich tatsächlich irgendwie zu tief in die Autohypnose fallen hat lassen und dann ertrunken ist, also dass es tatsächlich vielleicht ein Unfall war. Ryan sagt, also es ist kein Hauptteil des Kurses, weil es gibt auch irgendwie keinen wirklichen Grund, or bribed in any way, also sie werden auch nicht erpresst, das machen zu müssen.
die Autohypnose-Technik wird auch eher aus dem Kurs rausgenommen oder phased out, also wird weniger und zurückgestellt und nicht mehr wichtig in diesem Kurs. Und er selber glaubt auch nicht, dass die überhaupt wirklich funktioniert. Jo, okay, dann stehen wir mal dazu, dass wir da in deiner Garage herumschnüffeln, lieber Ryan. I didn't realize you were a musician. Oh, well, oh. I'm not really a musician. I mean, I dabble a little bit. To be quite honest with you, I'm far more interested in collecting guitars. You're not in a band. Well, I did audition. I did audition a few years ago. When I say a few years ago, of course, I mean about 20 years ago. Doesn't time fly? What band was that? Oh, I can't remember. Something Stone. Aren't they all called Something Stone? Hammerstone. That's it. And you still collect? I haven't bought a guitar for over a year. I feel I've moved on. Wie hieß nochmal die Band von Liam? Den Namen habe ich natürlich nicht auf der Grafik aufgeschrieben. Das muss ich mal raussuchen. Aber war das nicht auch irgendwie? Das war Blackstone, glaube ich. Liams Band hieß Blackstone und er sagt, er war Audition for a band called Hammerstone und sie hießen ja doch alle irgendwie Stone, was stimmen würde, wenn Liams Band Blackstone hieß. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr, das muss ich selber wieder nachlesen. Er sagt selber, also er klimpert mehr auf der Gitarre, anstatt sie zu spielen. Und das deckt sich dann mit den vielen Gitarren, die wir gefunden haben. Er ist mehr interessiert im Gitarren sammeln. Das haben wir gerade besprochen. Hasn't bought a few guitars for over a year. Ja, das fand ich ganz nett. Also er kauft nicht jedes Jahr eine neue Gitarre, weil sonst würde er noch mehr sehen, wie schnell die Zeit vergeht, weil das scheinbar auch doch schon 20 Jahre her ist, dass er bei Hammerstone war. Und da hat er nicht Unrecht. Also wenn ich mir denke, wie schnell die Zeit vergeht und würde ich mir jedes Jahr irgendwie was kaufen und dann zum Regal hinsehen und dann stehen dann auf einmal, keine Ahnung, 20 Stück rum, denke ich mir, holy shit, wo ist die Zeit hin? Also da, das macht ihn irgendwie sympathisch, die Aussage. Jo. Was weißt du denn über unseren Monarch-Costume-Bag-Magger-Dingens-Kirchen? Do you know what this is? Well, I think it's a bag. Is it a bag, Inspector? The shop. Oh, yes, the costume shop. Yes, we used to hire from them. For the course? Well, yes, for the course, at the end of each stage, we have a little party and we ask students to dress up or try acting out being somebody new, their new selves, as it were. Could you explain a bit more? New selves? One of the main elements of the course is learning how to act, how to be whoever you need to be in any given situation. I think you'll agree, Inspector, that business is about being the right person in the right situation at the right time. What it does, it helps them to detach themselves, become somebody new, pretend, you know that kind of thing. It's surprising what a little bit of cross-dressing can do for you, Inspector. You should try it. Not at this stage. Okay, ja, also der gibt's offen zu. Er kennt den Kostümshop. Sie verwenden den immer, um ihre Sachen dort zu kaufen. Sie haben am Ende immer eine Stage-Party. Also eine Bühnenparty, würde ich es mal so übersetzen. Ryan said that the costumes help. Okay, er sagt auch das Gleiche, wie Simon am Anfang sagte, dass diese Kostüme den Studenten helfen zu Schauspielern. Und erinnert euch, in der zweiten oder dritten Folge, als wir die Maske ja schon hatten, hat ja Simon gesagt, naja klar, man setzt die Maske auf und dann kann man Dinge sagen, die man vielleicht mit seinem wahren Gesicht nicht sagen würde. Also das ist, deckt sich schon irgendwie. Exploring the party involves wearing costumes. Also die tragen dann bei diesen Partys mehr als nur die Masken scheinbar, sondern auch ganze vollständige Kostüme. Mir würde jetzt ad hoc nichts einfallen, was ich mit irgendeiner anderen Antwort schneiden würde. So, Paul's Theft Stunt. Was weißt du über den Your father's money stealing stunt. Well, yes, that was something that Dan decided to do as part of the shock aspect of the course. But he went too far, you believe? He usually does. And do you think it did have anything to do with Liam's death? No. Liam wasn't like that at all. I mean, that was just a simple, unfortunate coincidence. I mean, Liam had his own problems, but he didn't have any problems with the money shock stunt. No. Ja, der gute Ryan dürfte auch nicht allzu begeistert von Pauls Aktionen sein, die er da stellenweise liefert.
Ryan said Paul's stunt was part of the shock aspect of the course. Wie gesagt, mein Albtraumwort, ich kann es bis heute nicht richtig aussprechen. It's a curse, the course. Er weiß, dass Paul einfach zu weit geht oder zu weit gegangen ist. Und das hatte aber nichts mit Liam's Suicide zu tun. Jo, guter Mann, wir wissen etwas über dich und Emma, das sonst niemand weiß. What do you know about Emma Bowman criticizing Liam before his suicide? I was there, I witnessed it. I know Emma blamed herself for his death. Did she? Well, she was upset and all of that, but I wouldn't blame her, Inspector. I really don't think she had anything to do with it at all. You don't think? Liam was a very confident person, very outgoing, very strong individual, or so it seemed. I mean, people are free to do what they like. Even something as irreversible as bumping themselves off. Sad though that is, of course. Whoa. Witness it. Mir fehlt die Vokabel dazu. He witnessed Emma's criticism of Liam. Jetzt müsste man halt wissen, ich meine, ich habe da neben mir ein Lexikon liegen, aber da... Ich setze einen Cut. Ja, okay, bin wieder zurück. Cut war auch gar nicht wirklich notwendig oder ein kleiner kurzer Cut. Ich brauche kein Lexikon. Wir haben ja Internetzeitalter und witnessed ist Zeuge. Alles klar soweit. Ryan said he witnessed Emma's... Also er war Zeuge, wie Emma Liam kritisiert hat. Und er würde aber Emma jetzt nicht die Schuld geben an Liams Dad, weil Liam gab sich als sehr offener Mensch, sehr aus sich herausgehend starker Mensch. Und er sagte dann aber im Anschluss noch, zumindest scheinte es so. Also scheinbar war Liam nicht ganz so cool, wie er nach außen hin getan hat, wenn es denn stimmt, dass das der Auslöser war. Ja, und am Schluss sagt er dann trotzdem, also er denkt, Menschen sind frei zu tun, was sie tun wollen. Was, wo wir wieder bei dieser eher doch gefährlichen Ansichtsweise sind. That's all for the moment. Thank you. Mehr können wir den guten Ryan nicht fragen. Wir sehen jetzt noch in den zweiten Raum, Reading Room, wo ja dieses Seminar stattfand, dieses Ritualseminar. Da tut sich nichts. Da können wir gar nichts machen. Jo. Mehr können wir nicht tun. The right door, the left door. Run to the hallway. Wir haben eine Lupe. Dann klicken wir noch die Lupe an. Oh, wir klauen schon wieder. That'll come in handy. Don't know why I never remember to buy one. Ja, du klaust halt einfach die Dinge, ne? Ha! Und ich glaube, ich weiß, wo wir das nächste Mal hingehen. War das die Scheune? Nee, das war nicht die Scheune. Es gab doch irgendeine Stelle, wo er sagt, da ist es zu dunkel, da kann ich nicht reinsehen. Und wir haben ja jetzt eine Taschenlampe geklaut. Red Torch, Remote Control Lock, Dropped Silver Key, Screwdriver, unser erstes Diebesgut. Alles klar. Okay, gut. Jo, ich würde einfach sagen, nächste Folge. Ich hoffe, es fällt mir bis dahin ein. Ich mache jetzt eine kurze Pause. Ich muss mir Kaffee machen. Dann geht die Aufnahmesession gleich weiter. Ich glaube, das war... Nee, Scheune war es nicht. Da haben wir die Pflanzen gefunden und im großen Gewächshaus, das war hell. Das war hinterm Pub. Nächste Folge bewegen wir uns zu dem Platz hinter dem Pub. Und werden mal schauen, ob wir was sehen. Frei nach dem österreichischen Motto, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ja, Anregungen, Ideen oder wenn ihr einfach über diesen Fall mit mir diskutieren wollt, bitte gerne. Ich würde mich immer wieder freuen. An der Stelle auch danke für Kirby's Linkschwert, fürs fleißige Zusehen. Freut mich wirklich. Und ja, alle anderen, danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.